Willkommen zu einem weiteren Teil aus der Trollvengers-Saga. Diesmal ist Captain Aussie der Protagonist. Und da steht zwar Happy Halloween, auch wenn das Level vom 4.12. ist, aber es ist auch schon Version 8. Wahrscheinlich liegt's daran. Scary Trolls. Es funktioniert doch noch. Hat mal wieder ein bisschen länger gebraucht, um zu laden. Oh. Da unten kann man stehen. Sonst wären diese Deko-Objekte da nicht möglich. Oh. okay. Dass ich allerdings so weit oben stehe, ist wiederum nicht normal. Na gut, ich muss es wissen. Was ist hier? Dumm. Ja, schon irgendwie. Aber hey, am Anfang des Levels hat man nichts zu verlieren. Ich habe hier ein bisschen viele Möglichkeiten. Kann das sein? Nein, ich lebe doch nicht. Gibt's hier einfach nur 10 Varianten, wie der Bildschirm da hochscrollt? Das wäre irgendwie auch nicht schlecht. Ah, ich hab's vergessen. Sorry. Es ist markiert, ich weiß. Sogar mit einem Z. Interessant. Worauf habe ich mich hier eingelassen schon wieder? Sadies Level. Normalerweise kann man nicht so niedrig springen, oder? Ich bin, bin komplett verwirrt. Mhm. Meine Ohren haben mich nicht getäuscht, dass da noch ein zweites Trampolin war. Habe ich jetzt alles durch? Schon so ziemlich, oder? Es kann von nun an nur noch besser werden. Boah, diese Offscreen-Clown. Die sind eigentlich genau das gleiche wie ein Offscreen-Thwomp. Der Schalter ist offen und ich habe die Befürchtung, dass sich das ändert, wenn ich hier irgendwas anderes mache, als einfach durch die Röhre zu gehen. Okay, der war echt gut. Ich stehe auch einfach nur da und nehme es hin. Nein, 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 nein. Warum ist das so gemacht? Warum geht man hier durch eine Röhre und anschließend direkt durch eine Tür? Ha. Nein? Dann? Was mache ich denn stattdessen? Ganz bestimmt nicht den dahinter kicken, würde ich sagen, aber es bleibt mir nichts anderes übrig. Aha, ich habe es extra mal vom Pfeil aus gemacht. Weil solche kleinen Hinweise, die sind ja meistens... Oh oh. Sogar gut gemeint. Wie jetzt zum Beispiel der hier. Vielleicht habe ich ihn auch nur einfach falsch verstanden. Ich weiß nicht, wie oft ich noch an diesem Block da oben vorbeilaufen kann, ohne ihn auszuprobieren. Das fällt mir jedes Mal schwerer und schwerer. Darf ich einmal kurz hier oben durch? Ist das wirklich alles, dass man da nicht unter der Röhre stehen darf? Das ist ja eigentlich offensichtlich. Nur was das ist, weiß ich nicht genau. Dieser Feuerbalken da. Vielleicht ist das der von oben, aus dem Raum von vorhin. Also gut. Irgendwo kommen hier Pilze her. 2 Pilze und ein Muncher. Ich korrigiere. Ja, weil den Bum-Bum sieht man... Wieso ist es... Wie kann das sein? Es ist, als ob man hier an einem unsichtbaren Faden gezogen würde. Im Ernst? Es ist so schwer, sich dagegen zu wehren. Obwohl da so viel offener Raum ist. Wo ist jetzt dieser Feuer-Dingens? Alles klar, dafür ist der gut. Schnapp dir das Pau.
Das sah komisch aus. Schon wieder Maximum confuzzled, was das hier eigentlich soll. Wie komme ich denn da hoch? Ich weiß wie. Kann man den Fisch mitten im Flug killen, wenn man den Block zum rechten Zeitpunkt aktiviert? In Super Mario World würde das funktionieren, aber ich weiß nicht, ob es hier in Mario Maker auch geht. Ich glaube, beim nächsten Mal probiere ich das. Ich will Rache. Ich will nicht, dass der Fisch jedes Mal überlebt. Das geht echt nicht. So. Jetzt komme ich hier hoch. Ist hier sonst noch irgendwas? Vorhin hat man nichts gesehen. Kamera scrollt nicht nach oben. Entschuldigung, was? Die Münze hat Spaß. Muss ich warten, bis der aufsteht? Macht er das überhaupt? Dang it! Geht nicht! Geht tatsächlich nicht! Es war sehr knapp, dass ich nicht in den reingerannt bin. Ich hab's gesehen. Okay, versuchen wir es nochmal. Vielleicht ein Spin-Jump. Ja? Oh. Fische erleben so ein richtiges Revival zurzeit. Die waren mal so 2015 sehr beliebt. Und jetzt wieder. Ist viel zu kompliziert. Wahrscheinlich muss man hier gar nichts machen. Oder zumindest nicht das, was man glaubt, was man machen muss. Fisch. Münze. Ist das jetzt das Neueste? Dass die Viecher aus ihren Panzern rausspringen? Das ist doch nicht normal. In diesem Level ist überhaupt nichts normal. Es liegt wahrscheinlich an dem speziellen Setup, dass die da so komisch drin liegen. Man. Frage ich mich aber trotzdem, wie ich das verhindern kann. Das ist echt nicht normal. Dann brauche ich den auch wieder gar nicht, den Panzer, oder? Es ging ja von alleine auf. Nur der Fisch hat mich in einen vorschnellen Tod getrieben. Genau so ist das geplant. Goodbye. Oh nein. Bin ich hier ausnahmsweise mal sicher? Bin ich? Checkpoint. Danke. Wie man immer automatisch da drin landet. Also, ich gehe hier hin. Lauf dem Panzer hinterher. Das tut gut. Das ist der richtige Weg. Gab es überhaupt einen anderen? Ich habe wieder mal nur auf eine Sache geguckt. Ach, die Tür. Ja, okay, aber... Beruhigt euch. In die geht's nicht wirklich... Okay. Ich muss mich mehr konzentrieren. Vor allem, wenn ich das schon wieder sehe. Ich meine, wer soll daraus schlau werden? Ist da überhaupt eine andere Möglichkeit, als 50 Mal zu sterben? Gotcha. Jetzt würde ich gern wieder klein werden. Wir kennen die Leier. Da passiert nichts, ne? Ja. Ich würde gern noch einen Versuch wagen, wo ich das Paar von der anderen Seite runterwerf. Vielleicht lieber nicht.
Ich ignoriere die Bombe da oben nicht. Wo bin ich? Ach, da unten. Da. Oh. Das sah gar nicht mal so schlecht aus. Was ist da denn jetzt schon wieder schief gelaufen? Okay. Ich glaube, da ist ein Trampolin versteckt. Come on. Wofür ist das alles hier? Diese drei Paus, ist das alles nur Ablenkung? Ist das wirklich für nichts anderes da? Außer um einen abzulenken? Unfassbar. Wieso kann man das nicht verhindern? Ich drück volle Kanne dagegen. Aber es hilft nichts. Und ich habe nicht lange genug Unverwundbarkeit, damit ich den Spike überlebe. Naja, vielleicht ist es das. Vielleicht muss ich schneller sein, damit es eben doch reicht. Achtung, ich gehe sofort nach oben. Ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Yes! Kein unsichtbarer Block. Der Maulwurf muss weg. Der Maulwurf muss weg. Nee, das ist keine Situation, die ich mag. Tja, der... Da, vielleicht kann ich unten durchlaufen. Kann ich? Nur ist das nicht wirklich das, was ich wollte. Irgendeine Chance, den Schalter nochmal umzustellen? Was macht der denn jetzt schon wieder? Guckt euch den an, ey. Guckt ihn euch an. Wie der da an der Ranke rumhampelt. Rumhampelt. Das ist ja nicht normal. Bei diesen ganzen Trollvengers-Leveln wechselt sich immer Genialität und Hot Garbage miteinander ab. Ist irgendwie bei jedem so. Macht es Sinn, da als erstes runterzugehen? Eigentlich nicht. Aber ich weiß gar nicht, wie ich an den Stern rankommen soll. Ist der Stern nur ein Köder? Gibt es gar keine Möglichkeit, da irgendwie dran zu kommen? Oder ich laufe mal nach rechts. Das macht keinen Unterschied. Ich bin nur nach rechts gelaufen, jetzt bin ich wieder hier. Ich bin so... Nein, warum? Warum bin ich so lappig? Das ist schon mal richtig, denke ich. Und dann... Da ist doch was. Und da ist sogar noch mehr. Aber es funktioniert halt nur, wenn man voll committed. Wenn man eigentlich sterben würde. Moment, ich muss hier weg. Ist in Ordnung. Nein! Oder vielleicht doch, wenn es sowieso der falsche Weg war. Ich weiß nicht. Bin mir nicht mehr sicher. Oh nein. Funktioniert es trotzdem? Hm. Dacht schon. Ja gut. Vielleicht doch mal oben lang. Das ist kein guter Ort, um auf einen P-Switch zu warten. Vielleicht hätte ich auch nicht auf ihn warten sollen. Es gibt so viele Möglichkeiten, als ob. Es war also doch nicht der richtige Weg. Jetzt bin ich wieder hier. Schön, wie man einen Sinn für den Aufbau des Levels bekommt. Hilft mir leider überhaupt nichts, aber
Schön. Das ist also quasi der Weg für die Cleveren. Die, die hier warten, statt direkt loszugehen, so wie ich es gemacht habe. Also weg hier. Wo kommt die Pflanze? Da ist sie. Das ist einfach kein Fairplay. Jetzt ist das eine Fette, die da stecken bleibt. Das gibt's nicht. Das ist kein Fairplay. Dann machen wir es uns hier ganz leicht und ich gehe einfach oben raus. So, tschüss. Wo ist mein nächster Tod? Muss eigentlich nur darauf warten. Erstmal Stille. P-Switch-Musik ist vorbei. Oben oder unten? Oben oder unten? Please, hör auf damit. Also so langsam geht die Tendenz eher in Richtung Hot Garbage. Muss jetzt einiges bringen, um das wieder gut zu machen. Ich habe eine Feder. Das ist schon mal ein Anfang. Jetzt bin ich wieder besänftigt. Und ich möchte... Wahrscheinlich darf ich nur die Schalter und nicht den Block aktivieren. Obwohl das nicht geht. Okay. Ich will das alles nicht. Ich will das alles nicht. Was haben wir denn hier? Nix. Das ist wenig. Jetzt hatte ich nicht mal die Chance zu gucken, ob es da reingeht. Ich bleib ruhig. Das ist meine Schuld. Ich weiß, dass man an Ranken einfach runterfällt, sobald man an der Spitze angekommen ist. Ich bin nicht damit einverstanden, aber ich akzeptiere es. So, was genau ist das hier eigentlich jetzt? Oh, das ist interessant. Wenn man nach rechts guckt, aktiviert man den Schalter zweimal. Und wenn man nach links guckt, dann aktiviert man ihn nur einmal. Weil man anscheinend zwei Hitboxen hinter sich hat? Vor allem stecke ich jetzt hier fest. Oh! Kurz etwas Panik in mir aufgestiegen. Es war sehr klaustrophobisch da drin. Okay, also hier hingucken. Der Block ist eigentlich nur dazu da, um einem zu zeigen, was passiert. Wenn man genau darauf achtet, dann merkt man, dass der zweimal aktiviert wird. So. Ist hier immer noch nichts drin? Nein. Dann werfe ich das jetzt mal mit ein bisschen mehr Abstand. Trotzdem will ich den Schalter natürlich treffen. Ding Dong. Was ist das? Und vor allem, warum ging jetzt gerade mein Fernseher von alleine an? Muss mir das Sorgen machen? Moment. Ist also doch ein Halloween-Level. Ich krieg den Checkpoint niemals. Ding dong. Der Galumba, der da angeflogen kommt. Es gibt ein japanisches Sprichwort, das besagt, dass jedes Mal, wenn man seufzt, entweicht ein kleines bisschen Glück aus der Seele. Also wenn das der Fall sein sollte, wenn das stimmt, dann bin ich nach Trollleveln immer der unglücklichste Mensch auf der Welt. Yay! Okay, egal. Damit habe ich nicht gerechnet. Warum kam der jetzt so schnell wieder? Weil er nicht im Boden steckt, sondern aus der Röhre kam. Mhm. Nee, das... Wäre das dumm? Mal die anderen Röhren auschecken? Geht nicht? Vielleicht ja die mit der Flamme. Auch nicht. Okay. Ich gebe mich geschlagen. Ich nehme den Weg, der vor mir liegt. Sind das Sägen? Es sind Sägen. Und ich werde mich jetzt schnurstracks da rein befördern. Okay.
Respekt. Es wäre so witzig gewesen, wenn der andere aufgegangen wäre. Ja gut, sonst noch was? Wieso ist die eine nicht kaputt gegangen? Was ist dahinter versteckt? Ich leg das mal hier hin. Ich hätte es tatsächlich mitbringen sollen. Ausnahmsweise. Davon hat man nichts. Jetzt stellt sich eigentlich nur noch die Frage, wo ich es hochschmeißen will. Ich wette, links und rechts sind Blöcke, aus denen Mancha oder irgendwas rauskommt. 100 pro. Das ist verdächtig. Wieso sieht das so aus? Ich glaube gar nichts mehr. Guck dir das an. Auf einmal ist es ein ganz normales Level. Ich erschrecke jedes Mal, wenn ich mich duck, weil dieses Soundeffektgeräusch dann rauskommt. Also was hat er mit den Koopas gemacht in diesem Level? Was hat er mit ihnen gemacht? Dang it! Ich meine, man könnte sich hier auch selbst trollen, indem man es hier hochwirft. Dann steckt man nämlich anschließend fest. Vielleicht ist das ja das, worauf es hinauslaufen soll. Bin ich nicht drauf reingefallen. Hey! Okay, ich probiere es nochmal. Es geht nicht. Der hat keine Hitbox. Man fällt einfach durch ihn durch. Das geht. Also, das würde mich echt mal interessieren. Ich bleib hier. Der Fisch sagt Hallo. No! Und in die Röhre geht's gar nicht rein. Das konnte ich noch austesten. Oh! Okay, so hat er's gemacht. Was ist dann hier? Maulwurf. Und hier noch ein Maulwurf. Da muss man das ganz schön genau werfen. Das ist aber auch zu merkwürdig. Ich kann mir nicht erklären, woran das liegt, dass man da nicht mit einem normalen Sprung drauf kann. Weil das Setup ist ja völlig hundsgewöhnlich. Ein Mancha mit einem Koopa drauf gesteckt, sieht man ständig überall. Und da ist das nie ein Problem. So, was war das jetzt eigentlich? Man weiß es nicht. Soll einen nur dazu bringen, in den Fisch reinzuspringen. Da geht's doch rein? Ich war mir so sicher, dass ich das probiert hatte. Aber der Fisch hat mich wohl doch zu früh gekillt. Geniale Trolls, abgewechselt mit Hot Garbage. Es ist echt so. Also gut, wo ist die Piranha-Pflanze jetzt nochmal genau hingeflogen? Natürlich dahin, wo ich stehe. Ist in Ordnung. Okay. Nein! Das ist... Gott, was ist das? Schon wieder ein Seufzer. Obwohl, mehr ein... Stöhnen, ich muss mich beeilen, irgendwas muss hier geschehen. Da war ein Peacewitch-Block. Und das ist mir nicht mal aufgefallen, wegen den ganzen anderen gelben Blöcken. Tschüssi, Fischi. Komme ich aus diesem Raum jemals raus? Das macht irgendwie nicht den Eindruck auf mich. Allein wie ätzend das schon gemacht ist hier. Das passt auf keine Kuhhaut.
Nein, du musst dich ducken. Okay, okay, okay. Okay, das heißt, ich muss mich beeilen. Am besten losgehen, wenn der frisch geschossen hat. Ja. Okay. Ich bin durch. Ich habe den Raum geschafft. Es ist mir alles egal. Es sah doch wirklich so aus, als würde das funktionieren, oder? Das geht nicht nur mir so. Dankeschön. Was steht da? CP1? Ist klar. Da ist keine Unterbrechung. Ich kann mich nicht mal beschweren, weil das schon mal gebracht hat. Das war nicht das erste Mal. Das war so klar. Okay, da kann ich gar nicht böse sein. Das war offensichtlich. Und es ist ein echter CP1. Wirklich. Vielleicht auch nicht. Ich wollte mit einem Duckjump da reinspringen und nicht in die Röhre. Das ist auf jeden Fall was anders. Es ist was anders. Joke. Nice. Obwohl, noch vertraue ich ihm nicht. Noch vertraue ich ihm nicht. Oh, jetzt kann nichts mehr schief gehen. Diese Tall Ranger Level sind echt super stressig. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob die Reihe eine Hommage an die Filme sein soll oder ob er die Filme eigentlich hasst. Und letztendlich haben die Level auch überhaupt gar nichts damit zu tun, außer den Namen. Auf jeden Fall gefällt's mir. Ich freue mich auf mehr. Euch gefällt's hoffentlich auch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Leute. Ciao.